Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pixelgun 3D hier auf meinem Kanal. Bitte mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. Heute werden wir uns einem Thema widmen, den ich eigentlich viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt habe, seit ich Pixelgun 3D spiele. Wahrscheinlich, weil ich einfach sehr, sehr verwöhnt war mit dieser Thematik, denn es geht heute um die Haustiere bzw. um die Begleiter, die man ja in den Kampf mitnehmen kann und die viele Vorteile bringen. Ja, entweder heilen sie einen oder sie kämpfen für einen oder ja, viele andere coole Sachen. Ich habe da schon gleich zu Beginn, als ich meine Pixelgun-Karriere gestartet habe, ein mythisches Haustier bekommen. Und mythische Haustiere sind ja wirklich sehr, 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 sehr gut bei Pixelgun 3D, denn ich habe das Einhorn bekommen. Ich spiele seit Anfang an mit dem Einhorn und jetzt hatte ich wieder ein Angebot um 10 Euro mit 300 Münzen und 300 Juwelen und auch noch 10 mal dem Einhorn, und deswegen werden wir heute unser Einhorn upgraden auf, ja, was für ein Level es auch immer werden kann. Wartet, ich schalte mal kurz die Facecam weg und dann seht ihr schon, dass ich hier 10 von 4 Trainingspunkte habe, die ich brauche, um mein Einhorn upzugraden. Also ich kann jetzt auf alle Fälle ein Level hier upgraden. Momentan ist es hier auf Level 3 und es kostet 300 Münzen, das Teil abzugraden. Aber Leute, wir werden das jetzt machen und dann werden wir gleich mal in einen Kampf starten, um zu sehen, was da alles so abgeht. Aber was kann das Einhorn eigentlich? Das Einhorn kann heilen. Es hat auch einen Angriff, es hat eine gewisse Gesundheit, es hat eine gewisse Geschwindigkeit und auch eine Respawn-Dauer. Ja, wir werden das Ganze jetzt upgraden, dann wird der Angriff um einige stärker. Plus 3 ist schon viel, muss ich sagen, denn ich habe schon viele Kills durch das Einhorn bekommen. Und wenn das Einhorn dann auch noch stärker wird, puh, dann geht das hier schon ordentlich ab. Dann kann ich vielleicht mein schlechtes Aim noch besser kompensieren, indem einfach mein Einhorn den Job erledigt. Aber es gibt natürlich auch viele stärkere Tiere, wie zum Beispiel den Phönix. Den habe ich momentan erst auf Level 1, aber er hat zum Beispiel 5 Angriff und auch einiges an Gesundheit. Der Drache hat zum Beispiel 6 Angriff, ist somit besser als der Phönix. Dann gibt es noch hier den Panther, einen legendären Tier, hat auch einen Angriff von 5. Ja, mein Einhorn ist mehr so das Heilungstier unter den Tierchen. Zum Beispiel der Phönix macht auch noch Verbrennungsschaden am Gegner, was richtig nice ist. Und hier der magische Drache macht kritischen Schaden, was auch ziemlich, ziemlich gut ist. Aber Leute, genug geredet. Wir werden das Einhorn jetzt upgraden. Somit haben wir es auf Level 4 und wir können es gleich nochmal upgraden. Kostet 500 Münzen, habe ich natürlich auch. Und dann können wir das gute Stück auf Level 5 upgraden mit 16, ja, Angriff hat es dann schon. Somit wurde der Angriff mit ja, über 50% erhöht, was richtig gut ist, und auch die Gesundheit wurde um einiges besser. Und ich glaube, da können wir dann schon einiges damit anstellen, mit diesem, ja, mächtigen Tier hier. Wir haben hier das Ein- und auf Level 5. Schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, was ihr für ein Haustier benutzt und auf welchem Level ihr das habt. Wäre schon ein, ja, wäre interessant zu wissen, denn ich finde, ich bin jetzt schon ziemlich OP mit meinem Einhorn auf Level 5. Wie gesagt, ein mythisches Haustier, aber jetzt genug herumgelabert, Leute. Wir gehen jetzt in den gruseligen Freizeitpark und werden jetzt hoffentlich den ein oder anderen Gegner zerstören. Ja, letztens haben wir uns ja das Beast gekauft, eine neue Waffe, aber die muss ich noch upgraden. Aber dadurch ich ja jetzt 300 Juwelen bekommen habe, können wir das sicher bestimmt gut machen. Ich werde jetzt nur schnell die Waffe wechseln, denn das Biest ist bei mir nicht gut. So, ich nehme den Reflektor und los geht schon zum Kampf. Oh, wir sind hinten. Das muss ich hier irgendwie ändern, Leute. Das muss ich hier irgendwie ändern. So, da ist schon mal ein Gegner. Den haben wir wenigstens in Kill-Unterstützung. Und da ist der nächste. Oh, der flüchtet natürlich. Der flüchtet. Würde ich eigentlich auch machen. Oh, so. Warte, ich muss jetzt kurz mal meinen Ohrenstöpsel rausnehmen, denn der ist ziemlich laut für mich. Ich habe mein normales Headset, das ich benutze, vergessen, leider in Graz hier. Wie ihr wisst, ich wohne jetzt ja auch in Graz unter der Woche, wenn ich studieren muss. Und am Wochenende bin ich meistens zu Hause und ich muss mein ganzes Equipment meistens hin und her transportieren. Und irgendwas vergesse ich immer. Irgendwas vergesse ich immer. Letztens habe ich ja meinen Adapter vergessen für mein MacBook. Und ja, und heute habe ich mein Headset vergessen, aber na gut, so, da wurde ein Gegner zerstört. Anscheinend, ja, dieser Freizeitpark zerstört hier auch Gegner. Yes, so. Tod von oben. Haben wir noch einen Tod? Yes, noch ein Kopfschuss. Das geht schon ordentlich ab. Wir spielen mit dem Wikinger. Es ist eine meiner Lieblingswaffen, muss ich sagen, hier. Die es ja bei dem Event letztens gegeben hat. Oh, hat jemand die Atombombe auf mich geschmissen? Aber ich wurde nicht gekillt und da bin ich kurz vorm, vor der Heilung hier zerstört worden. Verdammt. Aber wir sind nicht, ja, wir sind zwar jetzt 3 Kills hinten, aber mal schauen, was da noch so geht. Mal schauen, was da noch so geht. Ob wir hier vielleicht den einen oder anderen Gegner noch killen können. Yes, da ist er weg.
Wow, jetzt haben irgendwie nur noch 2 Kills hinten. Oh, haben wir eine Gegner. Mit dem goldenen Freund. Gar nicht gut. Das könnte ich auch mal spielen, habe ich ja. So, einen Kill sind wir hinten. Einen Kill. Kommt, liebes Team. Liebes Team, strengt euch an. So, 12 zu 13. Ei. Aber den holen wir uns, den holen wir uns, den holen wir uns. Komm, komm. Yes, so, 13 zu 13. Jetzt müssen wir aufholen. Das ist ein spannendes Spiel. Ich liebe solche Spiele, die so richtig knapp sind. Wo man bis zum Ende eigentlich nicht weiß, wer jetzt gewinnt. Ja, oh. Yes, da haben wir einen Kill. Entenjagd. Wir haben wirklich mit dem Samurai einen Typen mit, ja, einem Jetpack zerstört. Sieht man auch sehr, sehr selten. Wisst ihr, der Samurai ist ja Nahkampf. Nicht so wie der normale Mech. Komm! Yes! Kill Unterstützung, mehrfach Kill. Jetzt geht's ab, Leute. Jetzt geht's ab. Den holen wir uns auch noch. Den holen wir uns hoffentlich. Komm! Nein! Komm! Er hat eine Blutung. Durch den Wikinger blutet er, ja? Ah, jetzt sind wir weit hinten. Jetzt sind wir weit hinten. Und ich vergesse immer die Waffen zu wechseln. Wieso steht der Typ da eigentlich nur rum? Da ist ein Teamkollege in der Mitte des Trapezes hier gestanden. Hat aber nichts gemacht. Steht der noch immer da? Nö, der ist weg. Was hat der vor? Wir sind jetzt 3 Kills hinten. Na toll. Wir sind 3 Kills hinten. Wie ist mit dem hier aus? Komm, ich brauche einen Kill. Ich brauche wirklich einen Kill. Liebes Einhorn, mach doch was. So, den haben wir. 19 zu 21. Kopfschuss. Ah! Was denn jetzt los? Was denn jetzt los? Jetzt geht's ordentlich ab. 1988 hat mich hier gekillt. 2 Kills brauchen wir. Einen Kill brauchen wir. Kommt schon. Liebes Team. Yes! 22 zu 22. Jetzt wird es wirklich knapp. Jetzt wird es wirklich knapp. Komm! Yes! Nein! Yes! 24 zu 24. Jetzt dürfen wir wirklich keinen Blödsinn mehr machen. Wir dürfen... Yes! Yes, Leute! Sieg in der letzten Sekunde! Haben wir es noch geschafft. Oh mein Gott, wir haben richtig viele Pokale bekommen. 53 sind der Beste im Team. Haben 9 Kills. 415 Punkte. Das war jetzt richtig... Richtig, richtig nices Match. Wow, 30 Erfahrungspunkte, 6 Münzen, 3 Medaillen, 3 Kredite und wir können hier auch eine Truhe öffnen. Sehr, 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 sehr cool. Ich weiß nicht, ob mein Einhorn hierzu irgendwas beigetragen hat, aber trotzdem haben wir es geschafft und somit haben wir einen Sieg davon getragen. Wie knapp es war. Ich hätte nicht gedacht, dass wir es noch in der letzten Sekunde hier schaffen. Ist natürlich auch richtig ärgerlich für die Gegner, wenn die hier ja, so knapp verlieren und wir können hier auch einiges in der Saison einlösen. Ich habe ja noch nicht was wollte ich sagen? Ich habe noch nicht den Pass gekauft. Ich überlege noch immer, ob ich mir hier den Kampfpass kaufen soll. Ich will es, aber ich bekomme dann natürlich das Ultimatum und auch diesen Cybercop. Aber schauen wir mal. Wir können ja trotzdem hier mal die Challenges abschließen, denn dann bekommen wir ja auch die Belohnungen, wenn wir erst später den Pass freischalten. So, nochmal 25 hier. Hier können wir auch noch das alles abschließen. Sind jetzt ja schon bei Tag 9. Ja, ich glaube, ich werde ihn mir holen. Ich weiß nicht, habt ihr den? Ich bin da echt gespannt. Es ist halt teuer. 21 Euro ist schon viel. Ist schon viel, wenn man sich denkt, was sich Pixelgun in letzter Zeit so liefert. So, die 15 Juwelen haben wir auch abgeholt. Jetzt könnten wir eigentlich... Nee, machen wir nicht. Wir tun nicht Beast upgraden. Wir lassen das einmal schlüpfen. Und jetzt braucht das Einhorn zum Upgraden wirklich 300 Juwelen. Das ist krass. Das ist richtig, richtig krass. Aber es wird halt auch dann schon mega gut. Ist dann auf Level 6. Bin gespannt, wann ich wieder so ein Angebot bekomme. Ich muss es dann fast kaufen, damit ich mein Einhorn richtig weit hochleveln kann. Aber schauen wir mal. So, wir können hier auch noch ein paar Truhen öffnen. Es ist im Moment dann gerade das Halloween-Event am Laufen. Und das ist schon ein cooles Event, muss ich sagen. So, wir bekommen den Gleiterhut. Alles klar. Sieht richtig nice aus. Und wir können gleich noch eine Truhe hier öffnen. Was geht hier so ab? Wir bekommen hier einen Teil von der Regenbogenspur. Wow. Einen Teil. Einen Teil. Krass. Danke, Pixelgern. Danke, Pixelgern, für diesen fetten Preis. Ja, und ihr seht schon, hier können wir auch mitspielen. Da können wir einige Preise erhalten. Aber genau hier an dieser Stelle werden wir hier im nächsten Video weitermachen, Leute. Deswegen schaltet das nächste Mal unbedingt wieder ein, wenn ihr hier sehen wollt, was ich hier für Preise gewinne. Ich habe ja auch 319 Juwelen. Vielleicht schmeißen wir hier ein paar Juwelen heraus, damit wir hier ein paar richtig coole Sachen gewinnen. Vielen, vielen Dank bei dir fürs Zusehen. Falls dir gefallen hat, Daumen nach oben. Falls du neu bist, würde ich mich sehr über ein Abo von dir freuen. Und falls du das nächste Video eben nicht verpassen willst, unbedingt die Glocke unter diesem Video
Ja, aktivieren. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, macht's auf alle Fälle gut und haut rein, Leute. Ciao.